So, hallo zusammen, ich bin es mal wieder und in diesem Video möchte ich mal etwas machen, was ich schon lange eigentlich geplant habe. Ich stelle nämlich mein eigenes UI vor. Naja, so eigen ist es gar nicht, denn vieles habe ich natürlich auch übernommen. Da kommen wir besonders gleich drauf zu sprechen, wenn es um Weak Auras geht, also Weak Auras 2. Allerdings fangen wir an und das, man sieht ja, wenn man sich mein Interface anschaut, ist das, was als erstes eigentlich so den Blick fangen, in dem Sinne erlangt. Zum Beispiel das hier. Das heißt hier die Anzeige für den Player, also für den Spieler und dann hier NPC bzw. Gegner. Und diese beiden Balken hier, das heißt, ist das sogenannte Shadowed Unit Frames Addon. Dafür gibt ihr ein Slash Shadowed und dann WED und UF direkt dran geschrieben. Wie gesagt, das werdet ihr auch alles noch in schriftlicher Form hinterbekommen. Und dann habt ihr die Frame, das heißt, ihr habt den Rahmen, den ihr jetzt zum Beispiel seht, und zum Beispiel bei dem Spieler Player, das gilt aber auch für Target, ist es dann so, dass ihr die Weite, da habe ich ausgewählt 190, die Höhe, ne Moment, die Weite hatte ich ausgewählt, ja 190, genau, und die Höhe 49 und die Scale, also sprich die, wie hoch es ist. Die hoch skaliert 127%. So, das heißt, das ist eigentlich schon alles, was ihr eingeben müsst. Alles andere ist dann von der von Rahmengröße etc. und auch wie jetzt zum Beispiel Mana-Balken aufgeteilt wird, eigentlich ja so, wie man es haben möchte. Das nächste, was vielleicht interessant ist, dafür muss ich mal kurz zum Gegner hingehen, ist das hier. Da habe ich, also wie gesagt, ich habe das Interface relativ neu gemacht. Man wird den Unterschied erkennen, wenn man das mit dem alten vergleicht. Und da ist so, dass ich jetzt hier Kui-Nameplates benutze und nicht mehr zum Beispiel das Blizzard, die Blizzard-Nameplates oder ganz früh hatte ich auch Tidy-Plates. Tidy-Plates wurde nicht so wirklich weiterentwickelt und kommt mir auch so vor, als wäre das irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Um dahin, also um hier diese Nameplates zum Beispiel einstellen zu können, gebt ihr jetzt ein Slash und dann einfach Kui Nameplates zusammengeschrieben. Wie gesagt, das werdet ihr alles noch nachlesen können. So, und dann geht ihr in den Text rein. Hier. Und dann steht da Normal Font Size. So, und bei dieser Normal Font Size, also sprich, wie groß hier die Schriftgröße sein soll, habe ich 11 gewählt. Und was wichtig ist, ich habe zum Beispiel bei Hide Non-Tracked Names einen Haken drin, einfach damit nicht alles angezeigt wird. Und es steht darüber hinaus, dass der Level Text, also Show Level Text, auch hier soll ein Haken drin sein. So, und dann habe ich am Ende noch die Frame Sizes 200 gewählt. Das heißt, hier seht ihr das. Und bei den Auras ist es allerdings so, dass ich dann noch ausgewählt habe Icon Size Normal 50. Hier unten. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich kann euch dieses Addon auf jeden Fall empfehlen, denn meiner Meinung nach ist das für, um die, ja, um so die Aggro anzuzeigen, beziehungsweise einfach eine gute Übersicht zu bekommen. Wenn, gerade wenn mehrere Gegner vorhanden sind, extrem gut. Und das kann man vielleicht auch noch kurz sagen. Ich habe hier noch den Haken drin bei Show Target Arrows. Das seht ihr hier. Das sind diese Pfeile direkt an dem Balken selbst. Das heißt, immer dann, wenn ich wechsle, wird der Pfeil in dem Sinne geswitcht. Bedeutet also, ihr wisst direkt, was ihr gerade im Target habt. Was ich ganz cool finde, ehrlich gesagt. Okay. Muss mir das ganz kurz mal so markieren. Also ich hatte Shared Unit Frames als erstes. Jetzt hatte ich die Kui Nameplates. Als nächstes möchte ich euch die Minimap zeigen, beziehungsweise dieses Addon heißt Sexy Map. Ihr gebt auch wieder einfach ein hier Slash Sexy Map zusammengeschrieben. Und ja, das könnt ihr natürlich konfigurieren, wie ihr wollt. Das habe ich jetzt, will ich jetzt nicht so groß darauf eingehen. Ihr seht zum Beispiel, dass wenn man da drüber geht, also mit dem Mouse-Over, dann seht ihr, dass jetzt hier die Icons angezeigt werden. Die verschwinden sonst zum Großteil. Man muss ja auch nicht, vielleicht nicht sehen, was gerade mit dem Kalender ist. Von daher, das kann man eigentlich gut weglassen, wenn man ehrlich ist. Das nächste Addon, was ich vorstellen möchte, ist das, was ihr schon zu teilen seht.
Nämlich diese Bar hier unten, unter anderem hier, das heißt diese Cooldown-Time-Liste, wenn man, oder diese Leiste. Und dieses Addon heißt SP-Timers. Ihr gebt wieder ein slash SP-Timers. Dann kommt ihr in die Übersicht. Und hier ist vielleicht da noch zu sagen, ihr geht dann in die Bar-Settings, also Bars an sich. Und dann steht da Swap Bars when Target. Also when Change Target hier. Und da auf jeden Fall einen Haken rein. Und bei Unit Target müsst ihr, also hier bei Unit, also ihr habt hier Unit Filter noch. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass, also ich habe da Unit Filter enabled. Das heißt, dieser Filter soll in dem Sinne aktiv sein. Und wenn er sich fragt, okay, welches Unit ist gemeint, und da hier ist vor allem das Target gemeint, also sprich das Ziel, und da müsst ihr halt zum Beispiel hier bei den Units Target auswählen und dann bei Show einfach einen Haken reinsetzen. So habe ich das zum Großteil eingestellt. Und dann bei der Cooldown Line, das ist vor allem das hier unten. Das heißt, ihr seht, wenn gerade etwas auf Cooldown ist, dann könnt ihr unter Style könnt ihr in dem Sinne den Custom Text verändern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, dass, ich weiß nicht, ich habe jetzt, wenn ihr in 3 Minuten Cooldown habt, könnt ihr zum Beispiel die Intervalle 0, 1, 10, 30, 60, 120, 180 setzen. Aber da ich als Affli eigentlich nur einen 2 Minuten Cooldown habe, habe ich eben maximal 120 Sekunden angegeben. Das heißt, ihr seht hier, das heißt, man könnte das hier von 60, das ist 2 Minuten, und dann könnte man es bis 3 Minuten oder länger, wie auch immer man das haben möchte. Aber ich finde, dass zum Beispiel 2 Minuten an sich für mich zumindest ausreicht. Das ist also das, um die Cooldowns anzuzeigen, beziehungsweise um auch ungefähr eine Übersicht zu bekommen, wann was wieder ready ist. Gerade wenn man nicht für alles gerade eine Weak Aura hat, ist das an sich eine ziemlich gute Geschichte. Okay, und als nächstes möchte ich euch die Cast-Leiste zeigen. Das seht ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Gesundheitsstein oder Gesundheit, ja, einen Healthstone halt erschaffe. Dann seht ihr diese Cast-Leiste hier, oder wenn ich jetzt hier aufs Mount gehe. Und diese Cast-Leiste ist Quartz. Und da gebt ihr einfach ein slash Quartz. Und dann seid ihr eben auch in den Einstellungen. Das könnt ihr so konfigurieren, wie ihr wollt. Ich habe es eben so, dass es die Leiste hier, man kann da auf Toggle Bar Lock gehen. Und da seht ihr zum Beispiel, dass ich das so konfiguriert habe, dass die Leiste direkt hier über dem, ja, über der Anzeige des Spielcharakters gerade ist, beziehungsweise über dem Gegner. Und auch hier seht ihr zum Beispiel, das werdet ihr gleich sehen, wenn Details eingeblendet wird, dass hier eben auch die Cast-Leiste von meinem Pet, da ich ja meistens bei meinem Main-Character mit der Doomguard spiele, das heißt, die castet dann hier und dann wird das immer schön angezeigt. Es gibt nämlich die Momente, ja, ein bisschen noobig, ich weiß, dass teilweise das Pet auf Passive stand, beziehungsweise dass das Pet vielleicht gar nicht da ist. Und ich habe es zwar jetzt so eingestellt, dass man hier immer mein Pet sieht, allerdings, es gab mal die Zeit, da habe ich das nicht mitbekommen, von daher ist es auf jeden Fall eine hilfreiche Geschichte. Gut, das war das Addon Quartz, einfach um die Cast-Leiste anzuzeigen. So, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist das Addon Bartender. Und dafür gebt ihr einfach ein slash Bartender 4, genauer gesagt, slash BT. Und wenn ihr hier auf Log geht, dann seht ihr, oh, der hat hier sogar viel mehr. Und vor allem hier sind seine Leisten. Ja, ich habe auch Leisten. Das meiste weiß ich halt auswendig. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, was jetzt ich hier meinen, das ist jetzt hier mein Twink, Nightborn Warlock, den ich so ein bisschen level. Wenn es jetzt darum geht, ich dismiss den einfach mal und ich möchte ihn jetzt wieder beschwören. So, ich habe da jetzt im Moment noch keinen, ja, keine bestimmte Taste so für gesetzt. Deswegen gehe ich jetzt hier mit der Maus hier drüber. Und ihr seht, das hier ist in dem Sinne als Mouse-Over zum Großteil. Und wenn ich jetzt hier auf Summon Demon gehe, kann ich in dem Sinne mein Pet neu beschwören.
Im Großen und Ganzen ist das auch der Grund, weshalb ich immer wieder gefragt werde, wo sind deine ganzen Leisten? Der Hauptgrund ist der, ich möchte im Raid, dass ich wirklich nur so wenig wie möglich angezeigt bekomme, beziehungsweise nur das, was für mich gerade relevant ist. Das muss jeder für sich wissen, ob man das gerade notwendig findet oder nicht. Ich finde es sehr notwendig. Ich finde, dass, wenn man sich das jetzt zum Beispiel anschaut, gerade da jetzt zum Beispiel jetzt noch kein Omen, noch kein Details und so eingeblendet wird, man sieht gerade auch keine Cooldowns etc., ist das eigentlich ein ziemlich cleanes Design. Und von daher finde ich, Acer, dass das auch ja, genau das widerspiegelt, wie ich am liebsten auch spiele. Das heißt, ganz klare Übersicht über das, was gerade passiert. Wenn ihr allerdings in dem Sinne gerade mal was einstellen wollt, dann gebt ihr wieder ein Slash BT, also Bartender, dann geht ihr hier auf Log. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, dass ihr zum Beispiel diese Leiste hier, die Pet Bar, die wollt ihr jetzt doch einblenden. Und zwar habe ich das so gemacht, dann geht ihr auf, Moment, ich will nichts Falsches sagen. Dann geht ihr auf, Moment, nächste Seite. Ich habe mir jetzt ein bisschen notiert. Geht ihr auf Visibility. Und zwar habe ich hier Fade Out, hier einen Haken drin und das Ganze bei 0%. Bedeutet also, wenn ich das wieder rausnehme hier und wir locken das Ganze, seht ihr diese Leiste die ganze Zeit. Das habe ich zum Beispiel gemacht, dass ich damals meine Artifact Challenge gemacht habe, weil da musste ich gerade sehen, wie die bei der Doom Guard, wie lange der Cooldown noch ist auf den Slow zum Beispiel. Und aber generell möchte ich das so haben, dass das alles nur über Mouseover läuft. Bedeutet also hier dieser Fade-Out, hier ist immer der Haken drin und das Ganze auf 0% gestellt. Das heißt, es gibt auch kein Delay oder so. Das heißt, wenn ich darüber gehe, wird es direkt angezeigt. Und hier zum Beispiel die Gesamtübersicht, ja, Character-Info, Spellbook etc. Das also dazu, damit ihr auch mal wisst, naja, wo sind denn eigentlich von dem komischen Typen die ganzen Leisten? Kann ja nicht sein, dass der komplett ohne Leisten spielt. Natürlich tue ich das nicht. Und ihr wisst jetzt auch genau, wie das aussieht. Das war Bartender. Dann kommen wir vielleicht zu dem jetzt größten Addon überhaupt. Neben Details später. Und zwar ist das Weak Hours. Ich meine, die meisten heutzutage benutzen Weak Auras. Weak Auras bedeutet einfach, dass man alles Wichtige eigentlich anzeigt und dass man vor allem viel auch selbst konfigurieren kann. Und da ich gerade in letzter Zeit eigentlich für all meine Spells immer eine Weak Aura hatte, aber mir es teilweise einfach ein bisschen auch zu unnötig vorkam, und zwar hier diese Leiste, wo damals Tell Me When war. Ihr wählt vielleicht noch, ich werde das nochmal so linken, dass ihr auch den alten Screenshot bzw. mein altes Interface ein bisschen seht. Das ist nicht so viel verändert worden, aber schon ein bisschen. Und dann werdet ihr eben gut sehen, dass hier eben die Tell Me When-Leiste war, um die Cooldowns sehen zu können. Zum Beispiel von Soul Harvest, zum Beispiel von Unending Resolve oder hier vom Hearthstone. Und das ist jetzt weg. Dafür gibt ihr ein Slash WA, die Weak Auren, da seht ihr auf einmal, der Typ hat verdammt viele Weak Auren, ja, habe ich. Aber das Wichtigste ist jetzt diese Weak Aura nämlich. Und diese Weak Aura, die stammt von Fragnance, ihr kennt bestimmt den großen Streamer und einen der besten Spieler der Welt. Genannt Fragnance von Method, dann von Serenity und dann jetzt wieder von, dann wieder von Method und jetzt ist aber Future. Und die Weak Aura hat mir immer gut gefallen und da einer unserer, wir haben vier Warlocks im Raid und da der Maroon ist, wenn ihr, vielleicht kennt ihr auch die Videos von ihm, ich habe die zum Beispiel auch verlinkt auf meinem Blog, als wir jetzt den First Kill von Portal Keeper Mystic hatten, da habe ich mir immer mal wieder auch diese Weak Aura angeschaut und ich fand, dass die gerade sehr gut konfigurierbar erscheint und habe die mir jetzt draufgepackt. Auch hierzu werdet ihr natürlich einen Link finden. Ich persönlich finde, dass die extrem schön, ja, dass man die auf jeden Fall sehr gut von alleine einstellen kann. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier diese Bars, das ist Unstable Affliction, und an sich ist die so, dass die jetzt einfach nur so verläuft, also ganz gerade. Und ich mag das am liebsten, das habt ihr wahrscheinlich schon in Streams oder Videos eh schon gesehen, dass ich diese treppenartige Form habe, einfach weil ich mich da auch irgendwie am meisten dran gewohnt habe. Oder dran gewöhnen konnte, so in letzter Zeit. Und um das hier zu erklären, das hier sind eben die beiden Dots, Agony, Corruption, Siphon Life, je nachdem, ob Siphon Life eben gewählt worden ist. Dann hier die großen Cooldowns, Soul Harvest, Unending Resolve,
Dann Hearthstone etc. Das sind hier die Trinket Procs. Das hier ist das Talent Death Embrace, was man entweder hat, wenn man den Ring trägt als Warlock, beziehungsweise das Talent gewählt hat, etc. Man muss da jetzt nicht groß drauf eingehen, aber hier zum Beispiel dieses Unending Resolve, dieser Balken hier, den habe ich zum Beispiel, wenn man jetzt hier reingeht, werdet ihr sehen, dass der bei mir, wenn ich hier auf diesen Balken gehe, wird er zwar angezeigt, allerdings steht es unter Load of Never, wird also nicht geladen. Von daher ist der Balken noch in der Übersicht drin. Allerdings eben wird er gar nicht angezeigt, einfach weil ich ihn nicht brauche, weil es einfach unnötig wäre. Genau, das hier wiederum sind die Soul Charts. Das ist also wie gesagt alles Weak Auras. Und das Wichtigste ist gerade fürs Raiden, wenn man zum Beispiel hier oben seht ihr dann auch, das kennt ihr bestimmt schon aus den Videos oder Streams, das ist diese gesamte Debuff-Anzeige für den gesamten Raid an Tauros und auch für andere Raids halt. Ja, das dazu. Gut. Das hier habe ich gleich noch gar nicht erläutert, aber das ist klar, das ist hier in dem Sonderschall-Dune-Frames, das heißt, das ist einfach mein Pet, was hier angezeigt wird, damit ich halt immer sehe, was gerade bei mir ist. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber manchmal hilft das. Das dazu. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem größten Addon überhaupt, weshalb ich meinen UI neben den Nameplates eigentlich verändert habe und neben Weak Aura, nämlich Details. Und ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich komplett jetzt von der Konfigurierung genau erläutere. Und das mache ich jetzt auch. Denn ihr kommt da rein mit slash details config. So. Und ja. Am besten liest ihr das Ganze in Ruhe durch. Aber ich versuche das trotzdem kurz anzusprechen. Ihr geht im slash details config. Da habt ihr die Configurations. Also die Konfigurierung, so wie ich es habe. Generell ist es so, dass ich bei mir immer Auto Hide While Not in a Group eingebe. Aber wir stellen das jetzt nochmal auf None, damit ihr zumindest hier diese Übersicht seht. So, und das Ganze fängt an, indem wir hier in die Skins Selection gehen und dann unter Skin habe ich LVUI Style 2 ausgewählt. Ich benutze kein LVUI, das ist ja mein eigenes Interface, wenn man so möchte. Trotzdem finde ich diese Übersicht an sich am besten. Ich habe da gestern auch im Stream gestern relativ spät noch viel eben rumgetestet, weil ich vorher immer Scala benutzt habe. Dann geht ihr in die Bars rein, also Bars und dann General. Und dann habt ihr hier die Appearance. Und da habe ich Skyline eingegeben und dann Color by Class einen Haken rein, einfach damit man sieht, dass das jetzt vielleicht gerade ein Warlock ist. Dann Background habe ich dieses Banto Bar oder wie das heißt. Keine Ahnung, ob das jetzt so wichtig ist, aber ich habe es jetzt halt mal so übernommen. Genau, dann Bars Text. Da habe ich ausgewählt, das unter General. Das heißt, hier haben wir eine Text Size, also eine Textgröße von 16. Aber viel wichtiger, wir haben die Text Font, also sprich die Schriftart, dieses Bazooka, hier dieses etwas abgefahren. Ich finde das eigentlich ganz cool, mir gefällt das an sich. Ich bin allerdings auch immer noch mit der Konfigurierung, was Details anbelangt, noch nicht komplett fertig. Denn da wird man gerade auch im Hinblick auf den Raid mal schauen müssen, wie das mit den Balken ist, wie groß die Bars sind, wie groß der Abstand zwischen den Bars ist etc., damit man einfach auch eine bessere Übersicht an sich bekommt und nicht alles irgendwie so zugemüllt erscheint. Dann geht es weiter mit Bars Advanced. Und jetzt ist interessant, das habe ich gestern auch überhaupt nicht gewusst, ihr könnt jetzt unter Upper 3D Model, könnt ihr indem es ein Ihr seht hier gerade so ein Leuchten, das könnt ihr auswählen, indem ihr hier Enabled anklickt und dann Select Mode und dann habe ich Arcane Zone M2 gewählt, also M2. Dieses Leuchten hier, das fand ich eigentlich ganz cool, das passt auch so ein bisschen von der Farbe zum Warlock, das habe ich jetzt mal ausgewählt. Ob das am Ende so bleibt oder ob ich dann doch wieder relativ, ja, wieder so ein bisschen back to the roots mäßig, also dass man fast nichts irgendwie mit bestimmten. Ja, also dass die Effekte komplett wegfallen, das kann auch gut sein, einfach je nachdem, ob es mich stört auf lange Sicht oder nicht. Dann geht ihr in die Title Bar und dann unter General. Ne, genau, Title Bar, Text, sorry, nicht General. Und zwar habt ihr hier unter Text Size 13, also 13 und dann wieder Bazooka. Also dieses Bazooka habe ich immer übernommen, weil ich das an sich ganz cool finde. Und dann
vielleicht ist das, was ihr eben schon gesehen habt, die sogenannte unter Window die Automation. Automation, das bedeutet also, wie ist wann wird es in dem Sinne geladen? Und dann habe ich jetzt hier immer gewählt Auto Hide while not in a group. Das heißt, ich bin gerade hier mit dem Petos unterwegs, da muss ich nicht unbedingt meinen Damage wissen, wenn ich sehen will, kann ich es ja immer noch ändern. Aber ich finde, dass es einfach ein bisschen nervig ist, wenn man halt das jedes Mal die ganze Zeit angezeigt bekommt. Also das gerade zum Leveln oder so finde ich es nicht so notwendig. Und wenn ich halt in der Gruppe bin, also wenn es Dungeon oder Raid-Content ist, dann wird es halt immer angezeigt. Gut. Und das war auch schon Details. War dann doch weniger, als ich gedacht habe, aber okay. Das heißt, ich habe jetzt alles Wichtige bis jetzt gezeigt. Das ist die Sexy Map. Dann haben wir hier Shattered Unit Frames. Das hier, Weak Aura. Das hier, Weak Aura. Das wieder Shattered Unit Frames. Das SP-Timers. Hier Details. Das Ganze gilt auch für die Heilung. Könnte ich jetzt auch nochmal einblenden, egal. Dann habt ihr hier, das kann man nicht gleich zeigen, also nach der, wenn man so möchte, nachdem ich die ganzen Addons vorgestellt habe, seht ihr mich auch nochmal im Kampf, jetzt auch hier mit dem Twink, aber es ist an sich egal. Und dann seht ihr, dass zum Beispiel hier noch Omen ist, was allerdings heutzutage relativ unwichtig erscheint, wenn man ehrlich ist, denn auf Aggro muss man eigentlich überhaupt nicht mehr achten. Aber wird vielleicht im nächsten Addon, so heißt es ja so ein bisschen, vielleicht wird das wieder wichtiger. Also kommt wieder diese Notwendigkeit auf Aggro schauen zurück. Jetzt kommen wir zu den zusätzlichen Addons. Das wird jetzt auch nochmal eine lange Liste. Und ich versuche, die Addons kurz zu erläutern, wofür ich die brauche, beziehungsweise wofür ich die nutze. Also zusätzliche Addons. Mixed Scrolling Battle Tags. Das ist hier, wenn ich Schaden mache, beziehungsweise Schaden erleide, sind das so kleine, so eine kleine Anzeige, die so hier so runter, ja, das werdet ihr dann sehen. Also, ich kann das mal ganz kurz zeigen, dann habt ihr es schon mal gesehen hier. Das ist auch eine Weak Aura von der Heirloom Necklace. Wenn ich den jetzt angreife, so, jetzt werden hier die Dots verteilt. Ihr seht hier, es wird so ganz klein angezeigt. Ihr seht jetzt auch gerade, wie hier die Unstable Afflictions hochgehen. So, genau. Und das hier ist Mixed Scrolling Battle Text. Ich finde das erst jetzt sehr schön, weil es nicht zu offensichtlich ist. Und gerade wenn es crittet, sieht man es trotzdem ganz gut. Und gerade da ich eben relativ viele Dots eben habe, die eben critten können, ist es eben umso besser. Das ist also meiner Meinung nach eines der besten Addons, um den Damage ordentlich anzuzeigen. Ich hatte früher Nice Damage. Da hat der einfach die Blizzard-Schadensanzeige so ein bisschen verändert, ein bisschen schöner dargestellt, aber das benutze ich schon länger nicht mehr. Als nächstes Addon haben wir dann Angry Keystones. Angry Keystones ist dazu da, um im Mystic Plus zum Beispiel einfach, ja, für Mystic Plus einfach, um noch so ein paar zusätzliche Features zu haben. Dann, als zweites Atlas Loot Enhance. Atlas Loot Enhance gibt ihr einen mit Slash AL. Ist allerdings, also ich benutze es immer weniger, einfach weil die der Adventure Guide, beziehungsweise die Übersicht hier, gerade zum Beispiel an Taurus, wenn man sich das hier anschaut, das ist eigentlich gut genug, zum Beispiel um den Loot nochmal sich anzuschauen, aber trotzdem für einige andere Sachen, um zum Beispiel in alten Raids nochmal zu schauen, okay, was könnte ich zum Beispiel zum Transmorgen so nutzen, finde ich Atlas Loot Enhanced sehr gut. Gebt ihr einen mit Slash AL. So, Mixed Scrolling Battle Text kommt ihr am einfachsten dran, indem ihr Escape, dann Interface, dann Addons und dann habt ihr hier Mixed Scrolling Battle Text. Das heißt, da am besten jetzt mal vielleicht keine Abkürzung. Als nächstes Addon Back Brother und Bagnon. Das ist in dem Sinne hier, um mein Inventar ein bisschen besser anzeigen zu können. Das Ganze gilt dann eben auch für, ich glaube, es heißt Back Guild Bank oder so. Also einfach damit man auch die Bank, dass man da einfach eine bessere Übersicht bekommt. Generell geht es mir bei meinem Interface darum, dass einfach die... Ja, der Nutzen bzw. der Zweck so ein bisschen im Mittelpunkt steht und weniger, ob das jetzt so wunderschön aussieht oder nicht. Also es geht eher darum, dass es schnell und schnell ersichtlich und vor allem in dem Sinne schnell konfigurierbar ist. Das nächste Addon ist Shatter. Ja, Shatter, weiß ich nicht. Das verändert so ein bisschen das Design des Shat-Text. Kann man gut finden, braucht man vielleicht nicht.
Ich finde es an sich ganz gut. Dann haben wir Error Handler. Error Handler ist dazu da, um Lua-Fehler in dem Sinne ein bisschen anders darzustellen, was auch ganz gut ist. Dann haben wir als siebtes Addon, nee, als achtes Addon muss man dazu sagen, Exhaustive Raid Tools. Das benutzen wir halt im Raid. Das gibt ihr einen, indem ihr /EXRT eingibt. Also Exhaustive Raid Tools. Und zum Beispiel hier die Note. Und wenn wir jetzt hier im Raid wären, könnte ich jetzt hier zum Beispiel einblenden hier für Eonar Mystic, unser nächster Progress-Boss, wenn man so möchte, der aber gut machbar aussieht. Seht ihr jetzt zum Beispiel die Einteilung, wer auf was geht, etc., wer für welches Doom eingeteilt ist und so weiter. Also /EXRT eingeben und dann kommt ihr in die Exhaustive Raid Tools. Brauchen wir im Raid, beziehungsweise ist auch bei uns Pflicht. So. Nächstes Addon ist Garrison Mission Manager. Das ist einfach, wenn ihr in der Classhall seid und ihr wollt eine Mission starten, dann habt ihr eben eine bessere Übersicht. Das benutze ich seit Mists of Pandaria. Seit Wards of Draenor. Und ich bin halt dabei geblieben. Dann das nächste Addon, Gotta Go Fast. Das ist ein Addon, das kennen die meisten wahrscheinlich schon aus den Streams, beziehungsweise vielleicht auch aus den YouTube-Videos, auch von anderen Streamern oder so. Das ist einfach so eine Anzeige, wie lange man noch hat, bis der Timer abgelaufen ist, Mystic Plus, beziehungsweise wie lange noch, bis man plus 1, plus 2 und so weiter geschafft hat. Genau, dann haben wir Grid 2. Dafür gebt ihr ein /Grid einfach. Oder /Grid 2 am besten. Und dann habt ihr die Config und dann könnt ihr hier euch zum Beispiel ihr Layout, könnt ihr sehen, wie ich zum Beispiel meinen Raid anzeigen lasse. Eben nicht so allzu groß. Oder hier, das ist jetzt hier die Party-Übersicht. Ja, das heißt, ihr seht, das ist relativ klein. Das ist die Frage, wie groß man es haben möchte, aber ich mache das auf jeden Fall über Grid, weil ich die Blizzard Raid bzw. Gruppenanzeige an sich nicht so gut finde. Nächstes Addon ist dann GTFO. GTFO kennen vielleicht die meisten, ist eigentlich sehr gut. Ich finde gerade zum Raiden ist es eigentlich super wichtig, auch für Mystic Plus oder so. Denn immer dann, wenn ihr irgendwie Schaden erleidet, zum Beispiel in Blackrock Hold, wenn da gerade die Archers sind, also diese Bogenschützen, ihr steht in diesem Spell gerade drin, also in dem Pfeilhagel, dann bekommt ihr so ein richtig böses Geräusch, so bsch, bsch, bsch. Und das nervt euch so dermaßen, dass ihr auf jeden Fall versucht, da rauszukommen. Genauso, wenn ihr in irgendeiner Pfütze drin steht, wenn ihr im Feuer drin steht, wenn irgendwas ist, wodurch ihr Schaden erleidet und ihr bekommt das vielleicht, gerade weil so viel gerade passiert, nicht mit. Zum Beispiel jetzt hier, ganz gut bei dem High Command Mystic, wenn diese Troopers da, wenn die dich anchargen oder euch anchargen und sich dann ja drehen mit Wirbelwind. Und ihr denkt gerade, ihr steht vielleicht nicht im Wirbelwind drin, aber ihr guckt gerade auch nicht so auf euren Health Pool oder so. Auf einmal bekommt ihr aber super viel Schaden. Ihr bekommt eben durch GTFO das Geräusch bisch, 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 so richtig nervig. Das heißt, ihr bekommt mit, wann ihr Schaden erleidet. Und das ist auf jeden Fall fürs Raiden ziemlich hilfreich. Und ich finde, wer das benutzt, das ist ein bisschen unnötig. Denn das ist wirklich, das macht eigentlich nicht viel, das Addon. Man kann es auch konfigurieren, man kann den Sound auch, glaube ich, ein bisschen abändern. Aber ich nutze es einfach dafür, um zu wissen, wann baue ich gerade Scheiße und wann nicht. Dann haben wir noch das Addon Incognito. Das ist zum Beispiel dazu gedacht, dass wenn wir jetzt hier im Guildchat sind, ich weiß, es ist gerade ausgeblendet, allerdings ist es so, dann steht hier mein Name, hier Kelira, und dann steht in Klammern daneben zum Beispiel Tobi. So, damit gerade bei neuen Leuten oder bei neuen Guild-Membern oder auch hier Recruits etc., dass man einfach ungefähr auch die echten Namen schon mal lernt, um sich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Okay, das nächste Addon, was ich vorstellen möchte, das nächste Addon heißt Little Wix. Und das habe ich glaube ich noch gar nicht angesprochen. Sprechen wir jetzt erst an. Ich benutze fürs Raiden das Addon Big Wix. Das kennt ihr bestimmt alle. Die meisten nutzen entweder Big Wix oder Deadly Boss Mods. Ich habe vorher Deadly Boss Mods benutzt. Ich fand es einfach nicht so. Es hat mich irgendwann gestört und ich habe es eben Big Wix genutzt. So. Und hier ist es genauso. Also /Big Wix einfach eingeben. Dann kommt ihr in die Config. Und dieses Little Wix Addon ist dazu gedacht, um genau das anzuzeigen, eben für Dungeons. Habe ich aber bis heute immer noch nicht konfiguriert, müsste ich eigentlich nochmal in Ruhe durchgehen. Aber da ich jetzt fast alles, was ich die letzten Monate machen wollte, gestern eigentlich gemacht habe, zum Beispiel die Details-Einstellungen und so weiter, kann man das vielleicht noch nachholen.
Das nächste Addon ist Masterplan, ist auch dafür gedacht, zum Beispiel bei der Class Hall eine Mission, irgendwie eine Mission, dass man da einfach nur eine etwas andere Übersicht hat. Dann haben wir Omen 3, da kommt ihr rein mit Slash Omen Config. Und ja, ich meine, die meisten kennen es, ist einfach dazu da, um hier, when you're alone, Moment, use, so, genau, also wenn ich jetzt solch ein Pet habe, dann kann ich es einblenden hier und das ist einfach, um die Aggro halt anzuzeigen, wie es gerade mit der Aggro aussieht. Ist auch gerade, wenn man mit dem Pet unterwegs ist oder wenn es darum geht, zum Beispiel bei so, sagen wir mal, Rare Mobs auf Argus, wenn es darum geht, dass man jetzt gerade nicht in der Aggro vor dem Pet sein möchte, in dem Fall zum Beispiel vor dem Infernal, geht es halt darum, dass man dann doch ein bisschen darauf schaut. Aber generell braucht man im Moment keine Omen mehr. Wichtig. Dann haben wir Omni CC. Ja, gut, es ist nicht mehr wirklich notwendig, denn das meiste wird ja, wie gesagt, bei mir eh ausgeblendet. Das heißt, man hat hier keine wirkliche Cooldown-Anzeige, die hier gerade zum Beispiel notwendig ist. Ja, seht ihr hier, 3 Minuten wird hier schön angezeigt. Aber, pff, weiß ich nicht. Brauche ich halt eh nicht so wirklich. Wobei, es kann natürlich sein, dass ich ein Racial, dass ich da jetzt vielleicht einen Weak Hour so noch für mache. Aber man sieht hier, solange ich die Leisten nicht anzeige, brauche ich eigentlich auch kein Omni CC, habe ich irgendwie von früher noch drin. Ist halt so. Nächstes Addon ist Pawn. Pawn, PAWN geschrieben. Ihr kommt auch mit Slash PAWN einfach rein. Und hier ist es so, ihr könnt jetzt die unter Weights, also unter der Stat-Gewichtung, könnt ihr eure Gewichtung in dem Sinne, Moment, wo war das? Scale? Ich gucke gerade selbst, ich habe das so lange nicht mehr benutzt. Will nichts Falsches sagen. Genau, Manual. Und ihr könnt jetzt eure Stat-Gewichtung, zum Beispiel von Crit oder von Haste oder Mastery, selbst eingeben. Das ist natürlich wichtig. Allerdings. Ich weiß nicht, ob es noch so wirklich notwendig ist. Ich meine, wenn man die meiste Zeit sowieso über, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme, über Raid-Bots oder über Simcraft in dem Sinne geht, braucht man es nicht wirklich. Trotzdem kann man eben, wenn man die Config, also wenn man die Stat-Gewichtung weiß, also ich weiß genau, wie viel mir Crit bringt, wie viel mir Haste bringt, wie viel Mastery bringt, kann ich die so einstellen und dann kann ich in dem Sinne halt Items vergleichen. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, das Item ist, bringt mir ein, hier zum Beispiel sieht man das, glaube ich, wo ist das hier? Hier. Man sieht zum Beispiel jetzt gerade hier, Affliction, 82% Upgrade, was natürlich nicht so ganz stimmt, denn hier ist die Stat-Gewichtung überhaupt nicht eingegeben, bedeutet also, das ist absoluter Blödsinn. Aber ihr seht, was dieses Addon macht, das gibt euch in dem Sinne an, was für, ob das ein Upgrade darstellt, aufgrund der Werte, aufgrund der Stat-Gewichtung, ja oder nein. Dieses Addon heißt Pawn, PAWN, und habe ich gerade zu Beginn von Legion und auch in DoD relativ viel benutzt. Nächstes Addon ist Postal, ist einfach dazu da, um zum Beispiel, wenn man Briefe verschickt, oder anders gesagt, wenn man Sachen im, wenn man Items au im Auktionshaus kauft, sagen wir mal auf Masse, dass man dann einfach auf den Button klickt und dann werden in dem Sinne alle zugeschickten Items einfach direkt geöffnet oder hintereinander geöffnet. Ich glaube aber, Blizzard hat das ja schon an sich übernommen. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch drin habe, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir Pred 3.0. Pred 3.0 ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Addons überhaupt, denn damit könnt ihr, auch wenn ihr gerade nicht im Battle.net schreibt, könnt ihr eine URL kopieren. Bedeutet also, ich schreibe mich jetzt gerade mal selbst an hier. So, Moment. Können wir ganz kurz ändern. Ich kann hier mal ganz kurz hier. Moment, Moment, Moment. Wo habe ich's? Ich immer um meine OBS einstellen. Das ist fürchterlich. Einen Moment bitte. Einen Moment, wo habe ich's denn jetzt hier? Da. So. Das heißt, hier seht ihr jetzt den Chat zum Beispiel. Wenn ich jetzt mich zum Beispiel hier anschreibe. Das hier ist Error Handler. Da ist jetzt irgendwie, warum auch immer, irgendein Fehler entstanden. Ich schreibe mich jetzt an. Whisper. Und keine Ahnung. www.twitch.tv. Karlsportal.eu. So. Und dann kann ich da draufklicken. Dann einfach Steuerung C.
und dann kann ich es einfach schnell kopieren. Egal, ob das jetzt gerade im Battle.net ist oder nicht, oder ob das im Twitch, ob das im Gildenchat steht oder nicht, das heißt, es funktioniert alles. Und das ist eine coole Sache, wenn man ehrlich ist. Und Pred 3.0 ist man auf jeden Fall Pflicht, gerade wenn man schnell Links kopieren möchte. Also in dem Fall URLs. So. Nächstes Addon ist Quick Quest. Quick Quest ist einfach dazu da, um, wenn ich eine Quest abzuschließen habe, hier, wenn ich hier zum Beispiel jetzt beim Leveln, ich habe jetzt hier eine Quest fertig, keine Ahnung, die wäre jetzt hier fertig. Und dann reite ich hier schnell hin, gehe da zu dem Typen hin und dann gibt er es automatisch ab. Und nimmt auch automatisch die nächste Quest an. Quick Quest, nette Geschichte, nichts Besonderes, aber ja. Nächstes Addon Raid.io Mystic Plus. Raid.io Mystic Plus. Wenn man zum Beispiel jetzt hier in die Übersicht geht, dann sieht man, wenn man hier über den Char geht, zum Beispiel hier über Markus Char, sieht man hier den Raid.io Mystic Plus Score. Man muss natürlich schauen, ob das aktuell ist oder nicht. Und genau, das könnt ihr euch in dem Sinne halt da kurz anschauen. Ist halt ganz nett, gerade wenn man irgendwie noch für M Plus irgendwelche Leute braucht, kann man sich das dadurch eben, kann man den M Plus Score relativ schnell einblenden. Und sich das dann eben schnell überlegen, ob die Person gerade für die Gruppe gut sein könnte oder nicht. Nächstes Addon, was wir auch im Raid benutzen, was bei uns auch Pflicht ist, ist RC Loot Council. Dafür gebt ihr ein RC Loot Council, glaube ich. RC einfach. Weiß es gerade selbst nicht. RC Loot. Nee. Will es gerade nicht falsch sagen. Das geht bei uns irgendwie immer direkt auf. Ja, ihr könnt auch einfach hier über Interface, Addons und dann hier RC Loot Council. Und ja, wir benutzen es halt einfach zur Loot-Verteilung. Und da ich halt Officer bin, beziehungsweise Guild Lead, habe ich damit eben viel zu tun. Und von daher, an sich muss das bei uns im Raid jeder haben. Und wir als Officers brauchen es halt einfach, um den Raid Loot ordentlich verteilen zu können. Nächstes Addon ist Simulation Craft und das ist jetzt eines der wichtigsten Addons überhaupt, denn wenn ihr jetzt zum Beispiel auch bei diesem Char hier, ist es jetzt blöd, aber egal, ihr wollt jetzt euren Sim-DPS wissen, das heißt, ihr geht jetzt auf die Skillung, die den meisten DPS verspricht, also Single Target wird jetzt bedeuten, Malefic Grass, Contagion, Soul Harvest, Grim of Supremacy und Siphon Life, wenn ihr halt mit dem 4T21 spielt etc., ihr kennt das halt wahrscheinlich als Warlock. Und dann packt ihr also die Talente so rein, wie es notwendig sein sollte. Und dann gebt ihr ein /simc. Und das hier kopiert ihr einfach mit Steuerung kopieren. Und gebt es ein bei Raidbots. Und bei Raidbots dann einfach reinkopieren. Und dann wird euer Sim-DPS oder auch eure Stat-Gewichtung wird dann erstellt. Muss mal kurz die Vögel kurz ein bisschen nerven und fangen die wieder an hier rumzuschreien. Wir sind aber gleich fertig hier mit dem Video. Nächstes Addon heißt Trade Forwarder. Und dieses Addon ist notwendig, wenn man Recruitment betreibt, gerade wenn es ums Raiden und so weiter anbelangt. Denn durch Trade Forwarder, was im Moment gerade, glaube ich, ausgestellt ist, ich guck mal kurz, da habe ich das ganz rausgenommen. Ich glaube nicht. Scheinbar muss ich einfach nur nochmal neu einloggen. Tip-Tag, Trade Forwarder, so. Dann habt ihr hier zum Beispiel unter Custom steht jetzt hier so ein Channel. Und dieser Channel ist dazu da, dass ihr den Trade-Chat, also den Handel-Channel, überall, egal wo ihr seid, ob im Raid, im Dungeon, egal wo in der Welt, ihr könnt den überall lesen und ihr könnt ihn überall schreiben. Allerdings müssen dafür die Spieler zum Teil eben auch dieses Addon eben auch benutzen. Aber es reicht auf jeden Fall aus, um zum Beispiel den Handelschannel überlesen zu können. Und ja, für Recruitment ist es leider sehr, sehr wichtig. Sagen wir es mal so. Dann das nächste Addon ist World Quest Tracker. Ist halt die Frage, kann ich das jetzt auf dem Charakter zeigen? Müsste gehen, oder? Nee. Ich logge mal kurz auf meinen Main. Und
Nee, machen wir anders. Also World Quest Tracker zeige ich am Ende, ist einfach dazu da, um die World Quests bzw. die Kisten und so weiter, die Emissary Bags, um einfach da etwas bessere Übersicht zu haben. Kennen bestimmt die meisten, in welchem Gebiet gerade, was für World Quests vorhanden sind, bzw. was man für Gear bekommt, was man für Gold bekommt, für Artifact Power etc. Dann das vorletzte Addon, was ich vorstellen möchte, ist X-Loot. Ich glaube, es ist einfach slash X-Loot eingeben. So, und das ist dazu da, ihr könnt hier die Anchors in dem Sinne, also die Anker verteilen. Ihr seht hier, ja, die Aufteilung in dem Sinne, so sieht das aus. Und ich habe es, glaube ich, bei mir geht es hier, das zeige ich kurz, wenn ich jetzt hier was loote. Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich eh schon eben gesehen, als ich es einmal kurz vorgestellt habe. Dann wird das hier irgendwo aufgehen. So, ich loote ihn jetzt. Ah ne, das Fenster geht direkt hier an der Maus auf. Okay, oder auch das. Aber wenn ihr zwischen dem Raid seid und es droppen hier Items, dann wird das hier zum Beispiel angezeigt. Also das ist X-Loot. Ich finde es jetzt super. Und das letzte Addon, was ich vorstellen möchte, ist Keyed. Also Key sowie Schlüssel und ED dran geschrieben, Keyed. Und das ist dazu gedacht, um, ich glaube, das war hier irgendwo, um anzuzeigen. Ich finde es gerade nicht. Das zeigt einfach an, eine Liste, sollten natürlich alle in der Gilde zum Beispiel gerade haben, wer was für Mystic Plus Keys gerade hat, um einfach eine bessere Übersicht zu bekommen. Das ist eigentlich alles. Aber okay, damit habe ich also alles gezeigt, alles angesprochen. Auch die, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Sache hier mit RC Loot Council, mit der Abkürzung. Das werde ich nochmal nachreichen, werde ich alles dann in der schriftlichen Form dann nochmal finden. Alles, was ich jetzt angesprochen habe, werdet ihr schriftlich finden. Und ich glaube, dann habe ich wirklich alles erläutert, was zu meinem Interface zu sagen ist. Und jetzt könnt ihr euch das noch einmal kurz im Kampf in dem Sinne anschauen. Ich habe es immer schon mal kurz gezeigt. Wir werden jetzt einfach ein paar Viecher zusammenpolen hier. Ihr seht hier diese Leisten, ich benutze gerade, wir haben jetzt einen Cooldown drauf auf Soulstone. Dann benutzen wir hier die Necklace. So, ich hoffe, ihr übertreibt es jetzt nicht. So. Genau, wie man hier sehr gut sehen kann. Immer wenn man über die Targets geht, kommen hier die Pfeile. Das heißt, man sieht ganz gut, welches Target man gerade anvisiert, beziehungsweise man sieht gerade, ich werde von dem angegriffen, dann kommt hier auch so ein Pfeil nach dem Motto irgendwie, der soll mal vielleicht von mir weggehen. Aber okay, das macht jetzt alles keinen Damage. Aber ihr seht, so sieht mein Interface aus und das hier sind halt meine Shards, meine Seelensplitter und das sind die Soul Shards, die ich gerade eben auf dem Target habe. Und jetzt geht es eben darum, dass wenn ich jetzt hier Siphon Live noch hätte, was ja erst später kommt, dann wird das in dem Sinne hier auch angezeigt. Ja, und das ist in dem so mein neues Interface, beziehungsweise mein überarbeitetes Interface. Und was man jetzt auch noch kurz anzeigen kann: Details, Config. Und dann seht ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt hier kämpfe, wie das hier dann so ein bisschen so leuchtet, dieser Effekt halt. Ob man das braucht, ist die andere Frage. Mal abwarten, wie lange mir das gefällt. So, mein Pet ist fast tot. Es kriegt echt gut aufs Maul. Also, die Viecher machen gut Schaden. Also, nach der Leveländerung ist das schon ein kleiner Unterschied. Aber ja, das war's dazu. Ich blende dann mal wieder mein Logo ein. Und danke fürs Zuschauen. Das Video ist bestimmt mega lang geworden. Ich habe noch gar nicht geguckt. Allerdings habe ich jetzt wirklich alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ihr kennt mein gesamtes Interface jetzt. Das hier ist, das kann man auch noch ganz kurz zeigen. Das ist, wenn ihr unter Sexy Maps seid. Und dann geht ihr hier nach, Moment, Movers. Enable Movers. Und dann könnt ihr das jetzt in dem Sinne verschieben, zum Beispiel hier. Die Objectives. Könnt das, was weiß ich, hier entschieben. Oder so. Und das war's dazu. Moment, ich muss das mal kurz ändern.
So, ich glaube, so passt das. Ein Elbow Mover. Nehmen wir das da raus. Was? Okay, so. Das war's dazu. Also, das ist mein Interface. Ihr seht bei Details hier, könnt ihr sehen, wie viel Schaden ich mit Unstable Affliction gerade mache. Und mit Drain Soul. Ja, gut, aber die meisten kennen ja Details. Ich benutze es jetzt auch endlich mal wieder. Das heißt, mal wieder überhaupt. Ich habe vorher immer Skala benutzt und wird mal Zeit, dass man mal wieder das Nonplusultra mal benutzt. Wieder Not in a Group. Und da ist es weg. Da ist auch weg. Und da sieht es aus, als hätte ich keinen Leisten. Aber ihr wisst ja jetzt, wie das genau alles konfiguriert ist. Von daher macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.